Moin zusammen, das hier neben mir ist der neue Wilson Blade 98 BLX2. Davon gibt es ganze zwei Versionen. Das hier ist die spinfreundliche 1619 Version, also Seitenbild 1619. Das ist die 1820er eher Kontrollversion. Ansonsten die Rahmenbedingungen, 98er Kopf haben wir schon gesagt, Seitenbild auch, 304 Gramm und 32,5er Balance. Wie ihr schon seht, einziger optischer Unterschied zwischen diesen beiden ist das Griffband, wie es ausgeliefert wird. Der 1619er in weiß, der 1820er in schwarz. Ansonsten unterscheiden sie sich beide aber doch ziemlich gerade auf dem Platz. Wo der 1619er dazu einlädt, kurz noch mit dem Handgelenk einen zu schnacken und richtig Spin zu generieren, ist man bei dem 1820er deutlich besser aufgehoben, wenn man deutlich gerader schwingt und flacher schwingt. Dadurch wird die Kontrolle insgesamt deutlich erhöht gegenüber dem 1619er, aber auch nicht so spinfreundlich wie der 1619er. Das ist halt eine Spieltypenfrage, aber machen beide sehr, sehr konsequent. Wer Spin möchte, findet Spin. Wer Kontrolle möchte, findet Kontrolle. Die Power bleibt gleich, die Längenkontrolle bleibt gleich. Bei beiden bleibt gleich das Amplifeel, daher auch BLX2. Das Amplifeel inzwischen dabei ist, dass der Kontakt und das Gefühl in der Hand und im Griff beim Schlagen deutlich verbessert wurde im Gegensatz zum Vorgänger. Meiner Meinung nach noch deutlich verbessert, das war schon beim 1619 so, ist beim 1820er genauso. Und das ist ja der eigentliche Vorgänger des letzten Blades, den gab es ja nur in der 1820er Version. Ich habe damals gefunden, dass gerade hier in der Mitte, sage ich mal so auf 3-4 Längsseiten, da war so eine Achse, wenn man da sauber drauf getroffen hat, dann war alles wunderbar. Dann konnte man ober- oder unterhalb des Sweet Spots treffen, alles wunderbar. Wenn man etwas weiter außen getroffen hat, fing der Schläger tierisch an zu wackeln und zu vibrieren, meiner Meinung nach. Hat sich bei der neuen Version völlig erledigt, spielt sich, finde ich, sehr, sehr überlegen, sehr komfortabel und nicht zu anspruchsvoll technisch, sondern auch wenn der Sweet Spot relativ klein ist, verzeiht ringsherum deutlich mehr als der Vorgänger, meiner Meinung nach. Wo zum Beispiel bei den Aufschlägen oder auch bei den Grundschlägen beim 16-19 Seitenbild halt eher der Spin im Vordergrund lag, liegt hier die Präzision im Vordergrund. Es ist halt so, wie man sich das vorstellt und so platt das klingt, das ist ein Kontrollracket, der 16-19 ist ein Spinracket. Für alle typischen Blade 98 Fans sei gesagt, das Ding ist eine ziemlich touchige Angelegenheit. Ich finde ein bisschen touchiger als der Vorgänger, aber nicht zulasten von Spritzigkeit oder was auch immer. Für mich ein sehr, sehr gutes Mittelding, ein sehr, sehr guter Allrounder, sehr, sehr gutes Mittelding aus Power und Kontrolle eben. 304 Gramm sind auch eigentlich für fast jeden handelbar. Also das ist ein Schläger für die richtig breite Masse und zum Glück, und ich finde, da hat Wilson die Kette der Blades sehr gut geschlossen. Jetzt mit zwei Seitenbildern, 16-19 für die Spin-Freunde, 18-20 für die Kontrollfreunde. Der neue Wilson Blade 98 BLX2.